Hi alle miteinander, so wir sind heute wieder unterwegs und zwar gehen wir heute mal Drytoolen. Jetzt werden sich manche fragen, hey, was ist Drytoolen? Viele wissen es sicher, aber Drytoolen heißt im Prinzip, dass wir mit Eisgerät und Stiegeisen am Fels klettern. Entstanden ist es quasi als Vorbereitung fürs Eisklettern und vor allem auch zum Trainieren, dass man bei schwieriger Eistouren auch am Fels klettert und nicht nur am Eis, sprich die Eissektionen am Fels miteinander verbinden kann. Mittlerweile ist es fast eine eigene Disziplin. Ich persönlich bin jetzt kein super Drytooler, allerdings haben wir jetzt wirklich Anfang Oktober und es wäre eigentlich voll die Kletterzeit im Herbst. Es hat jetzt aber die letzten zwei Wochenende wirklich witt aber geschneit. Die ganze Pässe, Grimsel und so weiter sind alle schon zu, weil Schnee liegt. Und ja, Drytoolen bietet sich dann jetzt halt auch als ja, kleine Alternative, dass man ja nicht immer nur Sportklettern geht. Zudem ist heute relativ schlechtes Wetter, das werden dann nachher zu ändern. Ich meine, jetzt sitze ich in unserer Tiefgarage drin. Aber draußen regnet es wirklich ziemlich. Und das Drytooling-Gebiet, wo wir anfahren, ist Eptingen. Das ist, glaube ich, im Kanton Basel-Land. Und das ist relativ überdacht. Das ist fast schon eine Höhle, wo man den erklettert. Und insofern ist man da eher wetterunabhängig. Ich habe mir überlegt, dass ich das Video so gestalte, dass mir Drytooler gönnt und ich euch dabei ein paar Basics zeige. Wie gesagt, ich bin absolut kein Drytooling-Profi. Ich kletter kein M10 oder sowas. Also M sind die Maßeinheiten. Aber nichtsdestotrotz, ja, denke ich, können wir doch ein, zwei Sachen anschauen und es gibt zumindest mal einen Eindruck, wie das so ausschaut, wenn man Drytooler geht. Ich bin jetzt schon gleich spät dran, darum mache ich mir jetzt mal los, aber ja, wir sehen uns gleich. Und los geht's. So, ich bin jetzt also am Parkplatz im Drytooling-Gebiet Eptingen-Acker und ihr seht, es pisst ganz schön. Aber bei den Bedingungen kann man dahinter noch Drytooler gehen. Ich wollte jetzt ganz kurz einfach nochmal kurz über Ausrüstung reden. Was habe ich dabei? Also ihr seht, ich habe meine normalen Schuhe oder Stiefel auch, die ich zum Eisklettern oder für schwierige Touren am Berg anziehen würde. Das sind meine Phantom Guide. Es gibt spezielle Schuhe fürs Drytooler, die sind dann mehr wie Kletterschuhe. Also sprich wirklich eng und Handuntersteiger also montiert. Die blende ich da jetzt gerade mal ein Bild ein, da irgendwo da oben. Die habe ich mir aber jetzt nie gekauft, weil die kosten nur ein paar hundert Franken. Dementsprechend nur dasselbe in Euro. Und ja, das war es mir jetzt nicht wert für die 5-6 Mal, die ich im Jahr Drytooler gegangen. Jetzt hinsichtlich Eisgeräte. Moment. Seid ihr da? Ich habe... Gang weg. Genau. Ich habe meine Nomix dabei. Tendenziell sind Eisgeräte fürs Drytooler nur ein bisschen, oder Drytooling-Geräte, sind ja keine Eisgeräte, naja, egal. Auf jeden Fall sind diese Eispickel fürs Drytooler normalerweise nur ein bisschen aggressiver, also das wäre so klassisches Ergonomic oder sowas. Ich gehe aber mit der Nomix und das Einzige, was ich speziell habe, sind, ich habe Drytooling-Haue. Ich weiß nicht, ob man das jetzt kurz sieht, aber die sind dicker als normale Eishaue. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt die Aftermarket-Hauer von Bergsport Steinle, die ich da nutze. Denn was ich dabei habe, immer fürs Drytool ist ein Helm, Handschuhe. Und ich kann nur nochmal sagen, der Helm empfehle ich wirklich, weil ich habe mir schon beim Drytool wirklich die Eisgeräte selber ins Gesicht geschlagen. Es liegt wohl auch daran, dass ich aber nicht sonderlich gut bin. Und meine Stiegeisen. Und Stiegeisen habe ich Monopoints, das heißt ein Frontalzacker anstelle von zwei. Die zeige ich nachher, die sind jetzt noch in meiner Tasche drin. Gut, die anderen sind schon mal gestartet und ich latsche jetzt auch nach hinten. Also wir haben dahinter geparkt und ich latsche jetzt da hoch, damit ich einfach ein kleiner Zugang sehe. Und dahinter im Wald ist es dann auch schon. Und ja, wie gesagt, schleppe jetzt gerade mit Zug. Ah, was für ein Scheißwetter. Brr. Na gut, schauen wir mal, dass wir hinten kommen. Ja, und da sind wir jetzt. Bin gerade dahergelaufen. Und die Sand ist wirklich nass. Das ist Drytooling-Gebiet in Eptingen. Laufen wir um, sagen wir den Jungs Hallo und dann schon mal weiter.
96, oder? Was so krank? Ade, man. Ja, so, das war Eptinger, der bekannte Dreitooling-Spot. Wie ihr seht, das gut jetzt sogar der Klitzunder, was ganz angenehm ist. Und ich fahre jetzt heim. Gerade noch vielleicht ein letzter Hiwis, weil mir ja, es gesehen haben in unserer Vierergruppe. Da waren nämlich zwei Jungs dabei, die haben Stigi so gehabt mit Dual Points, also mit zwei Frontalzacken. Und das ist beim Dry Tooling dann schon recht hinderlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich Fruit Boots braucht, die ich euch vorher gesagt habe. Aber es sollten zumindest Stigi so sieben mit einem Monopoint, sprich mit nur einem Zacker vorne. Weil gerade da sind doch einige ja, Router oder sehr viele Router, haben dritte Dinger, die eigentlich speziell für einen Monopoint gemacht sind, die ja fabriziert wurden einfach. Und ja, aber wie gesagt, ich bin so zum Eisklettern angenehmer mit Monopoints und von daher ist das eh etwas, was man haben könnte. Gut, doch, Steine in der Sonne. Ist noch besser. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt heim und da zählen wir uns wahrscheinlich nochmal. Gut, also wieder zählen. Ich bin wieder daheim, habe mich auch schon umgezogen. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch kurz die Stiegiese. Und zwar sind das die da. Ich benutze die Petzl Lynx mit Monopoints. Wie gesagt, für mich ist Dry Tooler halt hauptsächlich ja, eine Sache, wo ich sage, das ist Training fürs Eisklettern. Und insofern versuche ich halt, meine Eisklettern-Ausrüstung zu benutzen. Wenn man wirklich ernsthaft Dry Tooler geht, dann machen Fruit Boots vielleicht schon Sinn. Wie gesagt, die Ambition habe ich nicht. Ich bin halt kein passionierter Dry Tooler. Ansonsten zur Ausrüstung, wie gesagt, was wichtig ist, ist ein Helm. Ihr habt vorher gesehen, der kleine Videoclip, ich spiele den jetzt gerade nochmal ein. Dort ist ein Griff ausgebrochen, das passiert einfach viel, viel schneller mit der Eisgerät. Und darum, ja, zieht beim Dry Tooler wirklich einen Helm an. Beim Sportklettern ist das eine persönliche Entscheidung. Ich habe meinen Helm auch beim Sportklettern an. Aber beim Dry Tooler würde ich wirklich sagen, da braucht es einen Helm. Gut, ansonsten gibt es natürlich ganz viele Diskussionen, die man im Detail noch führen kann. Seien das jetzt, ja, welche Handschuhe zieht man an? Sind das dünne Gartenhandschuhe? Sind es Golfhandschuhe? Zieht man einfach die entsprechende Handschuhe von einem Outdoor-Hersteller an? Ja, wie gesagt, das ist wirklich so weit fortgeschritten. Auf die Diskussionen will ich gerne nicht einsteigen. Ich persönlich habe meine dünne Hestra-Handschuhe an, die ich zum Eisklettern anziehe. Wieder selber Hintergrund, ich möchte halt, dass das Setup eigentlich so ist, wie ich auch ins Eis gegangen bin. Vielleicht in dem Zusammenhang nur ein paar Wörter zu der Schwierigkeitsgrad beim Dry-Tooler. Dry-Tooling-Schwierigkeitsgrad werden mit M oder D agiert. M steht eigentlich für Mixed-Kletterer, das wäre eigentlich Eis und Fels. D steht dann entsprechend für Dry. Ich glaube, die schwierigste Route, aber nageln mir darauf nicht fest, weil sich da immer sehr viel ändert, ist irgendwo im Bereich D14. Und ja, mein Gott, ich als, sag ich jetzt mal, Amateur-Dry-Tooler, ich Dry-Tool irgendwo im Bereich D6, D7, sowas. Und das hat für den Berg bisher mehr als gereicht. Drunter sind es dann wirklich einfach schon, meines Erachtens noch, relativ einfache Geschichte. Aber ja, wie gesagt, schon da einfach was da können. Ich glaube, Eiger Nordwand verlangt M6, jetzt einfach so zum I-Ordner. Und ja, so viel dazu. Ansonsten, ja, denke ich, war es das zum Thema Dry Tooler. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ich bin kein Superprofi, ich habe nur ungefähr Ahnung, wie es funktioniert.
Aber ich mache es halt wirklich nicht so oft, dass ich wirklich sage, könnt, ich kletter eine M10 oder eine D10. Bei weitem nicht. Und insofern trotzdem, wenn es was dazu gibt, schreiben es unter in die Kommentare. Ich habe in einem von meinen letzten Videos im Channel Update, habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich die Homepage umgestalten will. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, es gibt jetzt ein paar neue Bereiche. Es gibt einen Bereich, wo es vor allem darum geht, dass ich meine Ausrüstung auflässt. Da sind da also mit was ich im Prinzip als Ausrüstung so rumlaufe. Was ich sehr cool finde, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, sind meine Buchempfehlungen. Da bin ich einfach mal durch meine Bibliothek durchgegangen und habe gesehen, hey, welche Bücher, ja, lies ich so, welche Bücher habe ich gelesen, welche kann ich empfehlen. Also das ist ein Punkt. Und ansonsten haben wir da ein kleiner, ja, eine kleine Support-Section, wo wir mal hinschauen können. Machen das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn da vielleicht ein Abo da landet. Ich versuche jetzt, ja, zumindest wöchentlich Videos online zu stellen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.